Wie wichtig ist deine Position auch im Zusammenspiel mit Simon Terodde, um einfach auch Räume für Simon zu schaffen? Ja, es ist ja allgemein in unserem Spiel extrem wichtig, dass wir uns viel bewegen, auch Räume oder Laufwege für die anderen machen, auch wenn man selber nicht am Ball kommt. Und das Zusammenspiel heute hat, denke ich, ganz gut geklappt. It was difficult the first 30 minutes. It was a little bit closed. We had to be patient, but we knew that if we were patient, we would hurt them because we have so much quality in this team, and you can see it on the first goal. Terodde is there. It was a perfect debut for me. I'm so happy to help the team with goal points. It was not easy today with the pitch and everything and the circumstances, but I think it was a perfect job from the team. And 5-0, 3 points, it's perfect. It has been amazing. I've just been thrilled to be here, excited. The boys have taken me in so well. Everyone have been so friendly and kind. So I've just been enjoying my time here, and I hope I will keep enjoying it. Ja, ich kam natürlich gut rein, hab dann gelauert. Ich glaube, Marvin Eggert hat den Ball wieder und ich stehe perfekt dann. Ne? Und der Pass kam mit einer perfekten Schärfe. Ich musste nur den Fuß hinhalten, macht das Tor dann. Ja, beim zweiten habe ich gehofft, dass er zu mir kommt. Ich sag noch zum Bülti, geh auf den ersten, ne, damit ich ein bisschen Freiraum habe. Und ich wusste, dass Andi ist jetzt noch nicht so lange da. Aber ich wusste, dass Andi gute Flanken schlägt und er kam einfach perfekt getimt. Dann ging die Laufrichtung des Torhüters und habe ihn gut platziert und ja, danach war der Deckel auch drauf. Wie gut taten dir die beiden Tore heute persönlich? Kann man sich gar nicht vorstellen, wie gut mir die taten. Also klar, wenn man mal Revue passieren lässt, wie meine Saison bisher ausgefallen ist mit vielen Rückschlägen, auch nicht so guten Spielen, dann ja, tut es natürlich sehr, sehr gut, fühlt sich super an und ich hoffe, ich kann da weitermachen und ja, ich tue auch gut daran, da weiter dann zu machen. Und man hat gemerkt, jeder in der Mannschaft hat dir die Tore gegönnt, weil ich glaube, selten habe ich so eine große Traube gesehen wie nach dem ersten Tor von dir. Ja, ich glaube, deswegen komme ich ganz gut an bei den Jungs, hat man, glaube ich, gesehen. Und nein, ich glaube, jeder hat sich für mich gefreut, einfach weil die Jungs auch wissen, was für eine Leidenszeit ich auch hatte. Und da sieht man, was für eine geile Truppe wir auch haben. Du hast ja nicht nur gut gespielt, sondern auch getroffen. Wie wichtig war es für dich, noch am Ende eins dazu zu geben? Ja, extrem wichtig. Also als Stürmer will man Tore schießen. Ich habe jetzt schon eine Weile wieder drauf gewartet und ja, freue mich natürlich. Nach dieser, ja, sagen wir ruhig, Enttäuschung gegen Kiel, heute 5 Stück auswärts zu 0 gespielt. Wie wichtig war es, dieses Ausrufezeichen zu setzen für euch und auch für alle drumherum? Ich glaube, für alle war es extrem wichtig, gerade auch wenn man jetzt die Tabelle sieht. Auch, glaube ich, in der Höhe war es wichtig, auch dann, wenn man schon mal dann die Chance hat, viele Tore zu schießen, auch viele dann zu schießen, 5 mitgenommen jetzt. Und ja, die könnten auch am Ende nochmal wichtig werden. Gerade das Torverhältnis dann, jetzt sind wir an Hamburg auch vorbei, glaube ich. Stehen jetzt auf 4. Und ja, wir müssen einfach weitermachen. Wir haben jetzt eine Länderspielpause. Da können wir einmal durchatmen auch. Und ja, dann voller Fokus aufs nächste Spiel.